Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Tanks. Und der David ist natürlich auch wieder dabei. Hallo. Genau, und wie ich letzte Folge angekündigt habe, werde ich mir diesmal, also diese Folge, den E75 holen. Und dazu müssen wir ihn erstmal erforschen. Ja, 2800 freie Erfahrung kostet mich das jetzt noch. Aber das ist mir egal. Tiger 2 hat Elite-Status erreicht. Okay, das ist mir auch ziemlich egal. Weil ich den jetzt verkaufen werde, aber zuerst muss ich hier die Dinge ausbauen. Genau, also ich wollte auch sagen, unbedingt die Sachen ausbauen. Matze hatte noch ein bisschen Gold und weil das ist jetzt so sehr, sehr teuer, wenn man die neu kaufen muss für den E75. Zumindest den Ansatzer kannst du benutzen beim E75. Das ist zum schnellen Nachladen. Der sollte, glaube ich, auch schon drauf passen und sonst noch, Die ja. ja, ich habe den Waffenrichtantrieb. Ja, den wirst du wahrscheinlich auch benutzen können. Genau, aber nur die schwere Splitterschutzbeschichtung hast du gesagt, dass ich die nicht benutzen kann. Ich glaube, da brauchst du beim E75 eine überschwere. Egal, ich baue die einfach mal aus und ja, jetzt. Genau, du brauchst eine überschwere, die ist relativ neu dazugekommen. Jetzt verkaufe ich den Tiger 2. Ja, nein, halt, ich muss die Mannschaft noch zuerst. Genau, Gesamte dann Mannschaft zur Kaserne. genau, dann nimmst du die Mannschaft dann beim E75, ne? Muss auch Genau. noch umschulen und so. Jo, Okay, und jetzt verkaufen. wie viele Mannschaftsmitglieder hatte der Tiger 2 dann? 6. Ne, 5. 6? 5. 5. Achso, gut, 5. Ja, 5 hat der E75 auch. David, man hört bei dir die Musik im Hintergrund gerade. Hammer geil. Welche Musik? Ich habe keine Musik an. Also ich habe gerade Musik bei dir gehört. Egal. What? Lol. Ja, ist jetzt auch egal. Na gut, ich muss die Summe hier eingeben, die ich bekomme für ihn. Was Details, was, wieso, was ist da noch drin? Ach so, das Handfeuerlöscher. Ja, ins Lager. Die tut bitte ins Lager. Die Munition können wir verkaufen, ja. Dann muss ich den Betrag eingeben. Ach, das gammelt mich gerade ein bisschen an. Oh ja, dann verkaufen wir den jetzt einfach. So. Jawohl, und jo. Neuen Panzer kaufen. Es ist der schwere Panzer und zwar deutschen Ursprungs E75. Hammer nice, 3,5 Millionen fast. Hammer nice, ohne Besatzung kaufen, wir brauchen keine Besatzung. Und ja, dann her damit. Bin ich gerade richtig stolz drauf, irgendwie ist ein super Moment gerade. Hammer Jo. nice, wie der aussieht, Alter. Nice, nice, nice. Erstmal das Hauptfahrzeug markieren. Und hier die Mannschaft drauf. Ja, dich hier. Kurze Frage, ich höre mich schon normal an, oder? Weil du hörst ich dich habe normal nämlich an. gerade, ich glaube bei TeamSpeak war nämlich, glaube ich, gerade das falsche Mikrofon eingestöpselt oder ausgewählt. Da ich würde vielleicht gerade die World of Tanks Musik übertragen, weil sonst habe ich hier keine Musik an. Also ich weiß auch nicht, was du da gehört hast. Da Fug, okay. Voll. Erstmal hier die Mannschaft umschulen. Soll ich die auf 90% bringen? Das Ja, wären also 100.000 zumindest eine Richtschütze Kreditpunkte. würde ich mit Kreditpunkten ein bisschen besser machen. Also das merkt man nämlich schon dann sehr stark. Ja, komm, ich mach die alle. Das sind 100.000 Kreditpunkte für mich. Ich habe Ja, immer wenn du noch. hast es ja, ne? Ja, ich habe immer noch über eine halbe Million. Ja, ich habe gerade mal so um die 200.000 hier. Also, Und die auch nur gelackt alle. Ja, wir überlegen auch, vielleicht werde ich demnächst auch mal eine World of Tanks Folge aufnehmen. Genau, warum er das jetzt plötzlich machen kann, wollte er jetzt noch nicht verraten, sagt er im Ja, nächsten das kommt später Minecraft-Video. mal. Auf Nächstes jeden Fall. Minecraft-Video, gehe ich drauf ein. Genau, auf jeden Fall muss ich jetzt hier die ganzen Lappen erstmal umschulen. Ja, Dauert halt. 5 Lappen umschulen zum Handtuch. Ja, der war gar nicht mal so schlecht. Ja. Okay, jo, Wartung, genau. Also Jo. Verbrauchsmaterial müsste ja noch im Lager sein. Das wäre hier. 4 ist immer der Feuerlöscher, 5 ist die Genau. Kratzsäcke und Du musst auch mal gucken, was du dann von den Modulen her erforschen kannst. ja, das gucke ich gleich. Also die beste Gun, also die kannst du, die musst du ja noch kaufen, aber die zweitbeste hast du auch am Tiger 2 gehabt, also die kannst du dir ja, glaube ich, direkt holen. Jo, Und ja. Munition mache ich auch einfach mal so drauf, wie es hier gesagt wird. Ja, Tier 9 Geschütz kann ich schon eins drauf bauen. Ist das Genau, vom das ist Tiger vom Tiger 9? 2. Die 10,5 KWK 46. Bist du Ja, also sicher? ja. Die Okay, die kostet nämlich 46. fast 200.000.
Ja, genau. Gucken kannst du, kann man ja Details anklicken und da sieht man, dass es vom E75 ist. Funkgerät baue ich auch gleich das Tier-9er ein. Ganz ehrlich. Ja, genau. Das Was hast du wahrscheinlich auch schon vor erforscht. Jo. Gut. Ja, Forschung hier. Okay, Gun haben wir. Ketten, Motor. Okay, brauche ich noch. Gut. Jetzt baue ich noch das Zeug ein, dass ich wieder einmal komme zu einem hier Ansätze. Was Panzer größer wird, ist komplex. Ein Ausbau. Ja, einbauen. Ich will es nur einbauen. Und so. So, und den verbesserten Und du Waffenrichtantrieb. konntest jetzt die Tier 9 Gun vom Tiger 2 installieren, obwohl du nicht die besten Ketten hast. Ja, das Na ging oh, bei gut, mir. dann ist ja schön. Nee, also ich Obwohl, hab. die Ja. T9, das ist sicher die Kanone, die ich jetzt habe, ist nicht die vom Tiger 2. Sicher? Ja. Die Tier 9 schon. Ja, das, ja, die T9. Die ist vom Tiger 2. Nein, das ist nicht die vom Tiger 2. Mach Rechtsklick drauf, steht kompatible Fahrzeuge Tiger 2. Ja, aber die hatte ich nicht auf dem Tiger 2 drauf. What the fuck? Steht Lol. zwar drauf, aber egal. Ja, ich denke, wir machen jetzt einfach ein Gefecht damit. Weil ich will den Jo. jetzt unbedingt ausprobieren. Also Nicht bei genug Munition. Was? Ich habe doch hier Mun. Ich habe doch Munition nachgeladen. Ja, also bei Verbrauchsmaterial, nee. Doch, nee. Nee, bei Zubehör, genau. Da habe ich auch einen Ansetzer für panzergeschützte großes Kaliber und den vertikalen Stabilisator Stufe 2. Das ist Genauigkeit während Fahrt und Turmdrehung. Das finde ich eigentlich immer ganz wichtig, dass da der Zielkreis nicht so riesig wird. Ist eigentlich ähnlich gut wie verbesserter Waffenrichtantrieb, was schnellere Zielerfassung ermöglicht. Okay. Ich überlege mir vielleicht auch noch die überschwere Splitterschutzbeschichtung jetzt einzubauen beim E75, weil 50% weniger Schaden durch Explosionen. Das ist schon super und auch bei Rammschaden. Ich ramme gerne mit dem E75 irgendwelche kleineren Fahrzeuge, das ist immer sehr witzig. Und es macht auch so viel Du, wart Schaden. mal, ich muss gerade mal einen Cut machen. So Leute, da sind wir wieder. Für euch war es nur ein kleiner Cut, für uns waren das geschlagene 20 Minuten an Fails in World of Tanks. Wir hatten jetzt drei Gefechte gemacht mit E75, E75 und wir haben alle verkackt in dem Sinne, dass wir gefailt haben. Im ersten wurden wir über TS gestört und in den letzten beiden hatten Matze einfach viel zu wenig FPS aus irgendeinem komplett unbekannten Grund. Deshalb hat Matze einfach mal jetzt hat World of Tanks neu gestartet und jetzt versuchen wir es nochmal. Jo, es das heißt ja normal, alle guten Dinge sind drei, aber naja, ich weiß ja, so vierter Versuch und ja, jetzt sind wir wenigstens wieder extrem geiles Top-Tier auf Lionel. Jawoll, Geschnetzel! Jo, im zweiten Gefecht hat sich David mal eben den Krieger geholt. Ja. Und ich hoffe, es läuft jetzt von den Frames einigermaßen. Warte mal, ich guck mal gerade was bei Grafik. Also ich habe gute Frames und du? Steht hier mir oben links. Ja. Zeigt bei mir 16 an, was ein bisschen madig ist. Ja, ein bisschen schon. Ich mache mir hier die Ketteneffekte, sowas. Ich mache das mal aus. Hoffentlich wird es dann besser. Ja, 7 Sekunden, 6, Ja, 5 ich bin schon da. und Jetzt habe so. ich 16 Gut. FPS, aber ist auch nicht das Wahre. So Es als ist Tipp, also bei mir gehen die FPS immer vor allem, boah, Alter, total hoch, wenn du den Panzer von oben anguckst, also dass ja, du sonst ich nichts mache das siehst. gerade. Ich mache das gerade. Ich bleib bei 17 stehen und jetzt verliere ich sogar zu. Ey, ich weiß nicht, aber irgendwie trollt mich World of Tanks gerade echt hart. Also bei mir geht's zwar jetzt einigermaßen flüssig, aber Echt? ja, Gott. 17, 17, sonst was. Wir machen es jetzt einfach ganz ehrlich, das ist jetzt die letzte Aufnahme, weil da muss danach eh weg. Also wenn es Ja, jetzt nicht genau. klappt, dann ist es mir auch egal. Beziehungsweise, ja, genau, das ist ja auch egal. Ja, ist doch wahr, Alter. Ihr wisst ja, wie wir uns gerade hier schon geärgert haben, dass es nicht geht. Und ihr seht schon, David ist deutlich schneller, weil er bessere Ja, Ketten ich und hab besseren den. Motor hat. Genau, ich hab Ketten um eins besser und Motor um eins besser sozusagen. Und das macht schon ordentlich was aus. Oh lol, da vorne. Ja, fährst du Welches? vor? Lass dich abschießen. Nein, das ist ja nicht Nee, okay. nee, ich glaube, er ist nicht so dämlich. Ja, das wird nämlich ich machen. Ja, du fährst immer in den Tod. Exakt. Yo. Schön. Schön langsam bin ich. Schön Lol. langsam. Da hat mir jemand ernsthaft meine Kette beschädigt. Ah! What the fuck, ey? Davor? Leute, pisst euch. Es Oh war jetzt mein Gott. Arti und so ein drecks anderer Panzer. Ja, das sah so aus. Und David, bitte nicht so schnell sterben. Du bist hier mit der Ja, Elite ehrlich. 75. What the fuck? Du musst das Game carryen.
IS-6, so erstmal eine reinhauen. Tiger vorne, hau da drauf. Alter, das verschieße ich hier IS-8, so derbe. IS-8. Ach du Scheiße. Vor allem auf deinen Turm aufpassen, er ist nicht so super. Die Wanne ist schon super gepanzert. Tahaha, Lappen. Oh mein Gott, da kommt der Type auch noch. What the fuck, wo sind denn hier unsere Panzer? Schau mal um Lol. Hilfe. Bei uns sind die Alpha krass. Okay, wir müssen diese Posse hier noch halten. Auf die IS-8 an meiner Seite ist schon mehrmal gebaut. Das finde ich irgendwie drollig. Das Problem ist, dass ich noch Guckst du ein bisschen Mali rechts? Ich muss Schaden. hier IS-8. Oh Gott. Alter, wie wir einfach hier geschnetzelt werden. Ja, ich denke, da Okay, werden ich gehe jetzt mal Hilfeschüsse. auf Nahkampf. Nein, 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 bleib da, bleib so. Den Tiger machen wir nämlich jetzt fertig. Das ist schon mal einer weniger. Nicht, ja, Ja. bleib so in Cover, bleib in Cover. Type ist erstmal gerade ein bisschen höher. Lol, da WZ, vorne, WZ One-Shot. umfährt uns, WZ umfährt uns. Oder will uns umfahren? Du Jude. Sorry, dass Lol, ich WZ Jude umfährt uns. gesagt habe, Kriegst du den aber. hin? Kriegst du den? Na, nicht so ganz, glaube ich. Kann's probieren. Sicher, der relativ schlechte Der ist Panzerung. gebounced an mir. Du musst die Panzerung gut drehen, dann kannst du das da reißen. Ich muss hier nur ein bisschen. Ja, guck, auf der anderen Seite überrennen wir die gerade. Also wir müssen nur schauen, dass wir die Posse halten. Ja, ich kriege IS und WZ. Oh, Oh nicht Gott, sterben, ich. bitte nicht Oh sterben, Scheiße, David. ich bin Nicht sowas sterben. von low life. Ja, du bist extrem cool. Sowas von. Und ich glaube, ich kriege jetzt ein Problem. Nein! Fuck! Ist doch ein arges Problem. Lauch. Ja, komm, kill meinen Richtschützen. Alter. Da! Ich habe ausgeteilt, noch was ging. Ich habe ausgeteilt, was ging, und jetzt ja, wurden wir extremst überrannt. Schau mal, wie Ja. lowlife die alle sind. Das war doch alles wir, oder? Ja, finde ich Schon schon. fast alles wir. Schau mal unser Team an. Ja, Jagdtiger verpisst sich erstmal. Die AT kämpft, ja klar, der AT ist jetzt Ja, was macht denn gestorben. der Jagdtiger da hinten? Der steht sonst wo? Wer hätte da mit Ehrlich. draufgehen müssen? Ja, jetzt waren alle wieder zurück. Ja, der Wahrscheinlich holen steht. die sich jetzt alle die Kills oder so. Genau. Naja. Ich gehe jetzt hier raus und ich denke, es war ein, also ich hatte jetzt eigentlich keinen so mega Lag oder mega Ruckeln. Abgesehen davon, dass es ein Scheißgefecht war, naja. Ja, wir hoffen natürlich trotzdem, dass es euch gefallen hat, und dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch die nächste Folge wieder anguckt. Bis dann. Ciao.